Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir haben hier schon zwei Felderchen. Das heißt, wir machen heute mal wieder was mit Bauen zu tun hat. Und ein paar von euch haben geschrieben, dass wir zwei Luxushotels bauen sollen. Und zwar einmal die Jungsversion davon, also deine, und einmal die Mädchenversion, also meine. Das bedeutet, wir werden heute beide ein Luxushotel in dem Style von uns einfach bauen, wie du es möchtest. Du könntest es groß und klein und süß machen oder voll lang und ich habe keine Ahnung. Soll auf jeden Fall krass aussehen und lass deiner Kreativität auf jeden Fall freien Lauf. Oh ja, ich habe auf jeden Fall schon eine richtig gute Idee, wie mein Hotel aussehen wird. Es wird nicht zu groß, aber auch nicht zu klein und nicht so viele Etagen. Okay, ich habe noch gar keinen Plan. Also ich habe wirklich noch gar keinen Plan. Luxushotel. Ich habe direkt an Gold und Diamanten gedacht, das finde ich aber irgendwie protzig. Das sieht auch nicht so schön aus. Wir machen mal was mit, ja, wie immer, mit Stone Bricks. Okay, ich baue mein Luxushotel auf jeden Fall aus Quarzblöcken. Ich mache jetzt gerade hier ein bisschen den Grundriss, so zack, zack, zack. Oh, das wird so süß aussehen. Es wird ein kleines, schönes Hotel bei mir. Ich weiß gar nicht, wie du das klein machen möchtest. Also so vom Gedanken her, aber okay. Ja, okay, machen wir es einfach mal und legen wir einfach mal los. Wir machen einfach eine fancy Form rein. Quarz wird der Boden, ja, nee, Quarz wird nicht der Boden, Quarz werden die Wände, Stone Bricks wird der Boden. Vielleicht machen wir wieder so eine Diagonale, wisst ihr, was ich meine? Das hatten wir das letzte Mal schon mal irgendwo, so vielleicht. Oh, das ist, okay, ich geh ganz kurz nochmal neu positionieren. Okay, Moment mal, wenn hier vielleicht der Hoteleingang ist, dann könnte man hinten dran auf jeden Fall noch so ein paar Kleinigkeiten machen, wie ein Pool oder so, das ist ganz nice. Oder wir machen es halt mittig. Oh, das ist schwierig. So, dann hätten wir hier den Eingang, beziehungsweise die Lobby. Also ich muss mindestens mal zwei Etagen haben, weil sonst habe ich safe nur ein Zimmer oder so. Okay, machen wir erstmal den Boden und dann muss ich mir mal überlegen. So viel Platz jetzt für Garten ist auch nicht mehr. Ich meine, da hinten könnte man noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber wird trotzdem eng. Okay, man könnte sogar ein richtig krasses Hotel irgendwie so aus Sandstein bauen. So ein bisschen auch der Wüste angehaucht. Das ist auch, glaube ich, ganz nice. Aber wir machen es wieder aus Quarz. Ich meine, Quarz sieht sehr edel aus und ich meine, es ist schwer zu bekommen. Deswegen ein perfekter Stein. So, kurz zur Veranschaulichung. Wir haben bis jetzt dann... Moment mal. Oh. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ups. Ich habe vielleicht die erste Etage mit der zweiten verwechselt. Ups. Nämlich kommt dann hier nochmal sowas hin. Okay, ja, dann wird es ja doch nochmal ein bisschen größer. Ich dachte gerade, das sieht so süß und klein aus. Wir haben drei Etagen, haben wir gar nicht. Wir haben jetzt erst drei Etagen. Oh je. Oh je. Okay. So. Okay. Ich hoffe, ihr könnt euch das irgendwie vorstellen gerade. Ich muss jetzt hier nochmal Wände ziehen. Und dann mache ich einfach überall erstmal Quarz hin, Leute. Und dann gucken wir mal, wie wir das aufbauen werden. Hast du draußen irgendwas schon stehen? So? Da bin ich gerade dran. Okay, alles klar. Okay, dann bedeutet das, ich mache jetzt erstmal überall Quarz hin und dann melde ich mich wieder. So, also, ich bin jetzt hier gerade, meine ersten größeren Details zu machen. Die Wände stehen. Der Epic macht irgendwas mit Ohren, habe ich mitbekommen. Also denke ich mal, dass er sich selber bauen wird. Ey. Und ich glaube, du machst deinen Kopf als Hotel. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das als Luxushotel zählen kann. Doch. Weiß nicht so ganz, okay. So, jetzt müssen wir leider mal schauen, wie wir das hier machen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert gemacht von mir. Aber ja, es muss anscheinend so passieren. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, doch, das kann man schon machen. Dann machen wir hier einfach nochmal so ein bisschen rosa hin. Okay, ich teile hier auf jeden Fall gerade die Zimmer im Hotel ein. Das hier wird das erste Zimmer, dann wird... das hier das zweite Zimmer. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ich habe eine Idee, Moment mal. Zack, zack, zack. Okay, so. Dann habe ich zwei Zimmer in meinem Hotel. Nice, okay. Ich glaube, ich kann tatsächlich sogar mehrere reinmachen. Oh nein, du gehst jetzt sogar schon ans... Okay, ich bin aber auch gleich fertig. Also im Sinne von, da mache ich die Rezeption und alles und dann gucken wir mal. Ich mache ein Flachdach übrigens drauf, einfach auch aus Quarz. Ja. Weil alles andere würde nicht gut aussehen. So, dann machen wir einfach so eins mal überstehend. Machen hier überall Slabs hin, Quarz-Slabs hin. Und ja, dann geht's auch ans Einrichten von den Zimmern und allem. Was denkst du, wie schnell bist du jetzt fertig? Dauert es noch lange?
Noch ein bisschen. Okay, alles gut. Also ich bin gerade an der Rezeption. Hast du überhaupt eine Rezeption? Ja, hier im Eingangsbereich habe ich auch eine kleine Rezeption. Dann habe ich hier auf der einen Seite mein kleines Zimmer und auf der anderen Seite habe ich auch ein Zimmer. Okay. Hier richte ich gerade ein, da habe ich ein kleines Bettchen schon hingestellt. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Teppich hin und noch einen kleinen Tisch. Okay, hast du so Leiter nach oben oder was hast du nach oben oder Treppen? Ich habe keine zweite Etage. Ach so, du hast gar keine. Hä, wie? Ich weiß gar nicht, wie das bei dir aussehen soll. Ja, sehr eng. Ja, okay. So, zack, dann platziere ich hier ein bisschen Teppich. Aber es sieht sehr schön aus. Da mache ich hier noch ein paar Details rein. Würdest du es als Luxushotel denn beschreiben? Ja, viele Diamanten und viel Quarz. Okay, und sieht schön aus? Ja. Okay, bin gespannt. Da mache ich hier auf jeden Fall jetzt noch ein paar kleine Details rein. Vielleicht ein paar Stühle, einen kleinen Kamin. Oh, das wird nice. Und Kate, wie weit bist du mit deinem Luxushotel? Bin jetzt gerade bei der Rezeption. Hier habe ich gerade die Treppen in die zweite oder in die erste gemacht. Und jetzt mache ich noch die Treppen in die zweite. Also bei mir ist es dann doch schon ein bisschen größer. Ich bin halt sehr gespannt, wie es bei dir aussieht, weil ich finde, meins ist von außen schon sehr kompliziert gebaut. Und du hast ja mindestens genauso lange gebraucht, aber für etwas Kleineres. Deswegen, ja, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das aussieht bei dir. Oh ja, okay. Das erste Zimmer ist jetzt auf jeden Fall schon fertig eingerichtet. Mhm. Das sieht schon ganz schön aus. Dann richte ich noch ein bisschen das zweite Zimmer ein. Ja, ich kann dir einen kleinen Tipp geben, Kate. Meine Deckenhöhe variiert ein bisschen. Also ich habe eine sehr gewellte Decke. Okay. Ja, muss ich mir nochmal angucken dann. Ja, so, dann kommt das hier hin. Da kann ich vielleicht hier noch ein kleines Feuerchen platzieren. Vielleicht hier. Oh, das sieht schön aus. Also, mein Hotel ist bald fertig, Leute. Rezeption steht, ist ein bisschen leer. Hier draußen muss ich noch ganz kurz was machen. Dann haben wir hier insgesamt jetzt sogar 4 Zimmer einfach. Ja, 4 Zimmer. Schon nice. Und ich kann auf jeden Fall auch ein Bad reinmachen, das gar nicht so klein wird. Eventuell machen wir das dann hier normal, also das Schlafzimmer. Und hier kommt dann das Bad hin. Dann gehe ich das hier nochmal ein bisschen abtrennen. Und ja, dann gehe ich die 4 Zimmer jetzt noch einrichten. Ich weiß gar nicht, bist du eigentlich schon fertig mittlerweile? Ich bin gleich fertig. Okay. Ja, ich bin eigentlich auch bald fertig dann. Machen wir hier auch nochmal Türen hin, genau wie die. Und ja, ich richte ein. So, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall mal mit den ganzen Zimmern fertig. Die werdet ihr ja sehen, wenn wir dann dem Epic das Luxushotel von mir zeigen. Jetzt machen wir hier draußen noch ein paar Kleinigkeiten hin. Kein Pool, der wird hier nicht hinpassen. Ein paar Bäume, ein bisschen Gras und alles, dass es so ein bisschen, ja, immer noch schön aussieht, aber ein bisschen verwildert trotzdem eventuell, keine Ahnung. Und dann können wir noch so ein paar Bänke hinstellen und alles. Und ich glaube, das reicht dann auch langsam mal. So, dann machen wir das hier noch hin, das hier und so einen kleinen Brunnen. Und dann passt es eigentlich ganz gut. Okay, Leute, ich bin fertig geworden und ich finde, es sieht schon krass aus. Ich finde schon, ja, kann schon was, okay. Oh, du bist schon da? Ja, ich gleich rüber. Okay, dann kannst du dich direkt umdrehen, wenn du möchtest. Ja, ich bin so gespannt, wie der Luxushotel aussieht. Und tada! Und ja, das hat so eine coole Form, dein Luxushotel. Dankeschön. Wie schön mit außenrum der Hecke. Und hier hättest du sogar einen kleinen Garten eingerichtet. Okay, warte mal. Ich gehe mal vorne durch den Haupteingang durch. Mhm. Wie schön das aussieht. Auch schön. Oh, wie cool. Okay, hier haben wir auf jeden Fall über dem Haupteingang so eine kleine Überdachung. Yes. Dann geht's hier rein. Oh, wie viele Details. Rezeption. Mit den Schlüssel. Kater, mein Luxushotel ist winzig dagegen. Echt? Okay, guck mal, dann kommen wir hier zu den vielen verschiedenen Zimmern. Wir haben insgesamt 4 Stück. Und dann haben wir hier immer so ein Bad und noch natürlich ein Schlafzimmer. Die sehen eigentlich fast alle gleich aus. Ich habe immer nur ein paar Mal was verändert. Also die Badezimmer sind halt riesig. Oh, sorry. Und dann können wir nochmal auf der anderen Seite gucken gehen. Komm. Da sehen die Zimmer ein bisschen anders aus, weil es kleiner wurde. Hier haben wir sogar ein Feuerle. Oh, das ist so schön. Dankeschön. Mit dem Badezimmer hier. Oh Mann. Katja, ich glaube, mein ganzes Hotelzimmer ist so klein wie dein einziges Badezimmer. Nein. Echt? Jo, was ist denn da los? Dein Hotel ist riesig im Vergleich zu meinem. Und hier oben das Zimmer, das ist so schön alles, Katja. Oh, wie nice. Dankeschön. Und dann können wir ganz kurz nochmal rausgehen. Hier ist ein kleiner, so ein kleiner Garten. Jetzt nichts Krasses, also wirklich nichts Krasses. Ja, süß. Und dein Hotel ist wirklich riesen doll groß. Das ist wirklich riesig. Oh, Katja, mein Hotel ist winzig.
Okay, ab zu deinem. Ich will ja, sehen. Ja, ja, ja. Mhm. Warte, so. Oh. Und? Ich sehe da einfach schon was. Ein bisschen. Oh. Und du kannst dich umdrehen. Und? Hä, liegst du auf dem Kopf? Nein, ich habe keinen Platz für die Augen. Ich wollte die Hirn machen und... Oh. Hä, es sieht einfach aus, als würdest du auf dem Kopf fliegen. Was ist denn da los? Und schau dir das Hotel von der Seite an, Karte. Das ist ein Wellendach. Warte, okay. Okay, das Wellendach ist ganz nice, aber das hier? Sehr interessant. Okay, Moment mal. Dann hat diese Glasplatten als... Ah, okay. Dann haben wir hier die kleine Rezeption. Oh, sind das schon Zimmer? Ja, das ist mein erstes Zimmer. Ist das das andere? Ja. Was ist das? Karte, Karte, Karte. Jetzt kommt das Special an dem Zimmer. Bist du bereit? Ja. Hier geht's nach unten. Ah. Badezimmer. Ah. Und fürs andere Zimmer auch da drüben. Wir haben einfach Unterwasser-Badezimmer mit einer tiptop guten Aussicht. Ja, okay, das ist ganz nice. Das muss ich schon sagen. Aber ja, es ist ja schon winzig. Ich glaube, hättest du einfach kein Wellendach gemacht, dann wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen für dich. Ja, aber das Wellendach sieht schön aus. Das sieht ein bisschen aus, als hättest du so welliges Haar und du liegst halt einfach auf dem Boden. Also du liegst einfach umgekehrt, weil deine Schnauze ist ja auch unter, über deinen Augen. Es macht nicht so viel Sinn, aber okay, ich weiß, was du damit erreichen wolltest auf jeden Fall. Ich habe süße Öhrchen und hier hinten noch ein paar bunte Leuchtfeuer. Und warum hast du eigentlich Sandstein als Boden? Einfach so? Ja. Ach so, okay. Nice. Dann, Leute, könnt ihr natürlich auch nochmal gerne die Luxushotels, die wir gebaut haben, bewerten. Einmal das vom Epic, das ist ja echt crazy, muss ich sagen. Dann einmal das von mir. Da merke ich gerade, dass ich zum Beispiel persönlich finde, dass ich da noch auf den anderen Seiten zu wenig Fenster habe. Aber das ist jetzt nur eine persönliche Meinung. Aber ja, ihr könnt gerne euren Favoriten benennen und ich hoffe, ihr stimmt für mich. Das ist ja klar. Hey, nein! So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.